Am Samstag schaut ganz Fußball-Deutschland einmal mehr nach München, wo der designierte Meister FC Bayern Borussia Dortmund zum prestigeträchtigen Tanz bittet, 18.30 Uhr im Live-Ticker. Obwohl Bayern in der Liga zuletzt bei RB Leipzig stolperten, scheint der Ausgang des Topspiels eine klare Sache zu werden. Punkt. 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 Sport.de nennt 5 Gründe für einen Erfolg des Rekordmeisters. 1. Bayern will Meisterschaft. Daru am 27. Meistertitel dürfen Bayern bereits ihr eigen nennen. Das 2017-2018 Titel der 28. folgt ist unumstößlich, einen Makel weist unfassbare Ausbeute allerdings auf. Noch nie zurte man Meisterschaft in der 2005 eröffneten heimischen Allianz Arena fest. Sollte der FC Schalke sein Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag nicht gewinnen, könnte der Fluch endlich gebrochen werden. Punkt. 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 Ansporn genug, um dem BVB ordentlich einen vor den Bug zu geben. Arjen Robben, der Niederländer, ist so etwas wie der personifizierte Albtraum des BVB. Von 21 Spielen gegen Dortmunder gewann Robben zwar nur 10, 2 Remis, 9 Niederlagen, erzielte dabei aber satte 11 Buden. Der so vorhersehbare wie geniale Robben-Move über rechte Seite bis zur Strafraumgrenze stürmen, den Gegner mit einer simplen Körpertäuschung narren, dann parallel zum Tor nach innen ziehen und den Ball mit der linken Klebepass genau ins linke Eck nageln, dürfte nächtliche Ruhe nicht weniger Borussen-Fans bereits schon einmal mit einem schweißgebadeten Erwachen geendet haben lassen. Wiederholung nicht ausgeschlossen. Bei Peter Stögers Sieglosserie, dass Peter Stöger seit der Übernahme des Traineramts beim BVB Mitte Dezember noch kein Ligaspiel verloren hat, ist hinlänglich bekannt. Dass Serie auch gegen Bayern bestehen bleibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Mit dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund trat der Österreicher in 7 Spielen gegen Münchner an. Größter Erfolg ein 1:1 im Oktober 2016. 4. Trotz Reaktion nach der Leipzig-Pleite am 27. Spieltag hat RB Leipzig vorgemacht, wie man Bayern schlagen kann. Hoffnung sollte der BVB aus SEM-Umstand allerdings nicht unbedingt schöpfen. Im Gegenteil, verliert Bayern ein Ligaspiel, bekommt der kommende Gegner im Normalfall ganze Wut des Rekordmeisters zu spüren. Das letzte Mal kassierte der FCB am Ende der Saison 2014/15 2 Ligapleiten in Serie, damals waren es sogar 3 Niederlagen in Folge 31., 32., 33. Spieltag. Allerdings war Meisterschaft damals auch schon längst entschieden. 5. Der Big Game Faktor. Ich liebe großen Spiel und in der Vergangenheit waren es gegen den BVB immer große Spiele. Da kannst du immer noch ein bisschen mehr zeigen, äußerte sich Arjen Robben im Vorfeld der Partie gegen Borussia Dortmund und bringt damit auf den Punkt, was erfolgsverwöhnten Bayern antreibt. Hinzu kommt, dass Partie gegen Dortmund nur Ouvertüre für das Champions League Viertelfinale gegen den FC Sevilla ist. Eine einfache Formel treibt Bayern Stars gegen Schwarz-Gelb somit zusätzlich an, eine gute Leistung im Liga-Kracher erhöht Chancen auf einen Einsatz im K.O.-Duell erheblich.